Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, Samstag, wunderschönes Wetter, richtig warm heute. Es ist 11 Uhr, bereits über 20 Grad. Ja, ich bin unterwegs mit Nico auf seiner BMW S 1000 RR Modell 21 und dem Lars, der ist hier rechts, auch er mit der BMW S 1000 RR Jahrgang 2017. Ja, ich mit meiner Ducati Street Fighter V4S inmitten der beiden BMWs. Wir haben eine Ausfahrt geplant in den Schwarzwald. Ich habe nur die Insta 360 One X2 dabei. Ja, ich werde mich dann immer wieder mal zwischendurch melden, wo wir sind. Wir werden jetzt sicher mal da Richtung Gersbach fahren. Genau dort werden wir uns sicher noch ein bisschen rumtummeln, hoch runterfahren. Ich werde nicht die ganze Zeit dabei sein können, weil ich habe heute noch Gartenarbeit vor mir. Der Deal war, ich darf jetzt hier fahren und danach werde ich dann die Hecke bei mir im Garten schneiden. Ja, Nico und Lars sind zwei Freunde, mit denen ich auch die Werkstatt habe. Eine Ducati, zwei BMWs, was gibt es Schöneres? Ich halte jetzt die Klappe und wünsche euch viel Spaß. Ja, das Coole hier, wo ich wohne, in der Nähe der deutschen Grenze, ich habe rund 20 Minuten und dann bin ich wirklich inmitten oder am Anfang des Schwarzwalds, kommt immer darauf an, woher man das sieht, also von der Schweizseite her gesehen, genau, 20 Minuten und dann sind wir hier eben in dieser Gegend Gersbach, dann geht es weiter, da gibt es dann das Veratal, was auch sehr schön ist, Tod Moos, Tod Nau, das sind dann so die weiteren Stationen. Jo, jetzt sind wir dahin unterwegs, Nico ist vor uns, ich bin mal noch in der Mitte und Lars ist am Schluss der Gruppe. Jo! Ja, alle, die mich auf meinem Kanal folgen, haben sicher schon bemerkt, es ist hier wieder meine Lieblingsstrecke hier im Schwarzwald, da diese Route hoch nach Gersbach. Ja, dann leider habe ich beim Nachbearbeiten der Videos festgestellt, dass auf das Objektiv meiner Insta ein Vogel draufgekackt hat oder ein Insekt dran zerschmettert ist. Also ich kann leider die nach vorne Sicht nicht mehr zeigen, weil man überhaupt nichts mehr sieht. Also ab jetzt dann halt leider nur die Ego-Perspektive auf meine Person. Jo, also, dann lasse ich euch wieder hier in Ruhe mit meinem Gelaber und genießt die Fahrt mit mir hier hoch. Viel Spaß!
Ja, ich komme zum Schluss des Videos dieser Ausfahrt. Wie gesagt, ich gehe nachher dann wieder zurück. Habe da noch Hausarbeiten zu erledigen. Genau, aber am Abend werde ich dann nochmals eine Ausfahrt machen, alleine, und werde dann auch das Objektiv putzen und euch dann auch entsprechende Bilder nach vorne dann zeigen zu können. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid alle auf dem Bike heute und überall einigermaßen schönes Wetter. Ja, ein schönes Wochenende. Tschüss!